Bernhard Ziemiak, Spitzenkandidat für Bayern. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, werte Spitzel vom Verfassungsschutz, liebe Parteifreunde, das sind immer die, die mich nicht so mögen, und die liebe Freunde, das sind die, die mich mögen. Unser selbsternannter bester Kreisvorsitzender Bayern hat mir nur als Vorgabe gegeben, red irgendwas, aber nicht zu lang. Stell dich aber mal vor, weil dich kennen ja nicht alle. So, ich glaube, dass die meisten mich kennen und nicht, die mich nicht kennen, wirklich nicht kennen, die werden mich noch kennenlernen. Also, liebe Freunde, wir leben in einer verrückten Welt, einer Welt, die immer schneller aus dem Fugen gerät. Es gab zwar schon immer Veränderungen in der Vergangenheit und Umwälzungen, aber heutzutage reagiert man hysterisch, planlos, hypermoralisch und stark emotional. Ein bisschen mehr Ruhe bitte, ich muss sonst so schreien. Die Vernunft und das Rationale steht außen vor. Wir erheben ein gehyptes, autistisches Mädchen zu einer Säulenheilige, machen sie gar zur Prophetin. Und der Berliner Bischof Koch erinnert daran, dass die Freitagsdemos ein wenig an den Einzug Jesus in Jerusalem erinnern. Ausfälle. Der Vertreter der neuen Klimareligion meinte noch, dass unsere Gesellschaft und unsere Kirche von Zeit zu Zeit echte Propheten braucht. Unsere Kirchenfürsten brauchen das offensichtlich. Ich brauche das nicht. Wir zahlen bereitwillig auf der einen Seite bis zu 50.000 Euro Bußgeld für eine getötete Wespe und lassen auf der anderen Seite Vergewaltiger und Totschläger frei rumlaufen.